Klinglong. Einen weiteren Nachtrag. Ich hatte ja die Reihe angefangen, Nachträge zum Buch IQ ist nichts, Unbildung alles, die Idiokratie droht. Ich werde euch alles verlinken, das ist also nicht das Problem. Der erste Nachtrag behandelte das folgende Thema, von den Großeltern lernen, was damit jetzt alles einhergeht, dass das wegfällt, und zu meinem weiteren Nachtrag, ich hoffe, es trifft euer Interesse. Denn es geht darum, Geisteswissenschaftler mit Geist? Das ist doch geistlos, pflegte mein alter Fluglehrer abfällig und immer dann zu sagen, wenn er eine Dummheit kommentierte. Nein, nicht auf die Fliegerei bezog sich dieser Satz, sondern auf die alltäglichen Geschehnisse. In der Fliegerei hatten wir für eine Leistungsbewertung, nebenbei erwähnt, nur drei Noten. Die 1 bedeutete ohne Fehl und Tadel. Bekam man eine 2, war die Leistung fehlerhaft, aber noch nicht so zu tadeln, dass die Leistung als lebensgefährlich galt. Eine 3 bedeutete eine so schlechte fliegerische Leistung, dass Mensch und Material bei Wiederholung geschädigt werden könnten. Schlechtere Noten konnte man mit »Du bist gerade schwer verletzt, dem Tod entronnen« oder »Tod« übersetzen. Zurück zu den Dummheiten, also den Geistlosigkeiten. Geistlos kann mit dumm, gedankenlos, einfallslos übersetzt werden. Allein, was hat das mit Geisteswissenschaft zu tun? Einen Moment noch. Lassen wir uns eine Unterteilung der Wissenschaften vornehmen und wir erkennen die Zusammenhänge leichter. Am schönsten finde ich das Folgende und zitiere aus Wikipedia, markiere das Wesentliche aber fett. Zitat. Der Theologe Arno Anzenbacher schlug 1961 beispielsweise folgende Wissenschaftsgliederung vor. Realwissenschaften, Anmerkung und ich sage mal gleich, und Formalwissenschaften, also Formalwissenschaft, formale Logik, Mathematik, strukturwissenschaftlich. Zu den Realwissenschaften gehören Naturwissenschaften, was wirklich da ist, ne? Und die Kulturwissenschaften. Zu den Naturwissenschaften gehören unter anderem Physik, Chemie, Astronomie, Biologie und so weiter. Und die Kulturwissenschaften umfassen Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Die Geisteswissenschaften kann man unter anderem aufteilen in Geschichtswissenschaften, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Literaturwissenschaften, Religionswissenschaften, Sprachwissenschaften. So dieser Theologe Anzenbacher. Das war ein Vorschlag. Ich finde ihn gar nicht so falsch. Weiter im Text. Kurz und stark vereinfacht gesagt sind die Kulturwissenschaften, wozu auch die Geisteswissenschaften gehören, Geschmackssache bzw. stark ideologisiert. Kunst und Musik sind vom individuellen Empfinden, also vom sogenannten Geschmack, abhängig. Geschichte wird gern vom Sieger geschrieben. Also formuliert. Und was das Verhunzen unserer Sprache anbetrifft, verweise ich auf Abschnitte im Buch weiter oben. Um alles noch zu untermalen, zitiere ich nun Dr. Dr. Volkmar Weiß, der 2017 in einem offenen Brief an die Leopoldina, Anmerkung, Leopoldina, sagt euch das was? In einem offenen Brief an die Leopoldina auch zeigte, welchen Geistes die Geisteswissenschaftler sind, die sich heutzutage als mindestens so klug wie Hochbegabte hinstellen. Zitat. Bei einer Population mit dem mittleren IQ 100 haben 5% einen IQ 124 und höher. 36%, der sogenannte Anteil der Klugen, einen IQ 105 und höher. Ein IQ von 124 und höher haben Naturwissenschaftler, Mathematiker, Physiker und viele Spitzenkräfte in vielen Berufen und Tätigkeiten. Einen IQ im Bereich 105 bis 123 haben alle mittleren Berufe und Tätigkeiten vom selbstständigen Gemüsehändler und Sparkassenangestellten bis zum Mechanikermeister und die Masse der Geisteswissenschaftler. Hier der Link zum offenen Brief und alle anderen Links findet ihr dann in der Videobeschreibung, also das bloß nebenbei. Noch was nebenbei. In einem meiner YouTube-Beiträge stellte ich auch Weißens Buch Die IQ-Falle vor
Und in diesem, aber auch in seinen anderen Büchern, schrieb der Autor ähnliche Sätze wie oben. Ne? Die IQ-Falle kostete beim Erscheinen des Buches rund 20 Euro und wird mittlerweile im Gebrauchtmarkt um die 130 Euro gehandelt. Warum wohl? Auf keinen Fall wegen meines erwähnten Beitrages, sondern weil das Buch Zündstoff ist. Jetzt habe ich aber diesen, ich bin jetzt raus aus dem Text, jetzt habe ich aber diesen, dieses Buch geschrieben, um diesen Zündstoff etwas zu entschärfen, obwohl ich Dr. Weiß in allem beipflichten muss, bis auf ein klein wenig IQ sagt nichts. Aber die Unbildung, die ist alles. Gut, ich hoffe, ich konnte zum allgemeinen Verständnis beitragen und noch etwas euer Leben bereichern. Jetzt kommen noch Links und ich wünsche noch einen schönen restlichen Sonntag. Denkt drüber nach, schreibt es in die Kommentare. Alle guten Wünsche, bis später. Tschüss.